Schön, dass ihr mal wieder bei uns auf dem YouTube-Kanal reinschaut. Wir werden uns heute mit den wichtigsten Fragen im Arbeitsrecht befassen und die dann im Laufe des Videos beantworten. Bleibt dran, wir beschäftigen uns mit Irrtümern im Arbeitsrecht und wirklich den wichtigsten Fragen, die uns in der täglichen Praxis so erreichen. Ja, mein Name ist Rechtsanwalt Thorsten Frühmark aus Rinteln. Ich bin auch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, zu den wichtigsten Themen, die uns im Arbeitsrecht beschäftigen und immer wieder angefragt werden. Wie sieht das eigentlich aus? Bekommt man immer dann, wenn ein Arbeitsverhältnis endet, eine Abfindung oder auch immer dann, wenn man gekündigt wird? Nein, das ist natürlich nicht so. Abfindungen gibt es außer in seltenen Ausnahmefällen immer dann, wenn der Arbeitgeber kündigt und das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Das ist anwendbar bei mehr als 10 Vollzeitmitarbeitern und man muss ein halbes Jahr mindestens beschäftigt sein in dem Betrieb. Dann muss der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund haben, betriebsbedingt in der Regel, verhaltensbedingt oder personenbedingt. Und kriegt er den Kündigungsgrund nicht durch, dann besteht die Möglichkeit, eine Abfindung im Rahmen der Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht zu erzielen. Eigentlich kann man sagen, dass der Arbeitgeber sich dann freikauft, er beendet das Arbeitsverhältnis dann und muss halt eine Abfindung zahlen. Wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist, kann man in Ausnahmefällen auch versuchen, eine Abfindung herauszuholen. Aber in der Regel kann man sagen, nur in den Fällen, wo das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Ja, dann eins der großen Irrtümer. Wir werden immer gefragt und es wird immer wieder behauptet, ich bin gekündigt worden, obwohl ich arbeitsunfähig erkrankt war. Natürlich geht das. Nur weil ich arbeitsunfähig bin, kann ich trotzdem gekündigt werden. In der Phase ruht im Prinzip ja das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit. Also mit diesem Irrtum müssen wir endlich mal aufräumen. Ja, auch dann kann man natürlich gekündigt werden. Ja, weitere Frage, muss der Arbeitnehmer die Kündigung begründen? Viele Arbeitnehmer regen sich auf, wenn die Kündigung nicht begründet worden ist. Muss er nicht, und wir raten den Arbeitgebern sogar davon ab, die Kündigung zu begründen. Ausnahmefällen, Kündigung bei Auszubildenden, da muss begründet werden, sonst ist die Kündigung schon per se formunwirksam. Ja, was ist eigentlich mit Überstunden? Müssen die bezahlt werden? Wird auch immer wieder gerne nachgefragt. Grundsätzlich ja, außer im Arbeitsvertrag steht, dass Überstunden abgefeiert werden. Das ist wirksam. Oft finden sich aber auch in Arbeitsverträgen Regelungen dazu, dass mit dem normalen Gehalt die Überstunden abgegolten seien. Unwirksam. In der Regel unwirksam, weil Überstunden bezahlt werden müssen. Ausnahmefall leitende Angestellte oder richtig gut bezahlte Jobs. Das sind dann aber Bereiche oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Also nochmal, Überstunden müssen bezahlt werden. Nächste Frage, immer wieder taucht das auf. Mensch, ich bin krankgeschrieben, ich bin arbeitsunfähig, kann ich in den Urlaub fahren? Ja, natürlich kann man das. Wenn der Urlaub nicht dem Genesungszustand widerspricht, das heißt, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, sollte ich vielleicht nicht Wasserski irgendwo vor Malle fahren, ist klar. Alles das, was dem Körper nicht schadet oder so gut tut, ist erlaubt. Ich muss auch nicht, wenn ich krankgeschrieben bin, zwingend zu Hause bleiben. Wenn ich zum Beispiel mit Nerven runter bin und 2 Wochen zu Hause bin, kann ich ins Kino gehen, wenn mir das gut tut. Mit Rücken auf dem Bauch natürlich nicht. Ja, auch immer wieder nachgefragt. Wird die erstrittene Abfindung aufs Arbeitslosengeld angerechnet? Nein, grundsätzlich nicht. Die Abfindung wird gezahlt für den Verlust des Arbeitsplatzes und bleibt bei einem selbst, außer ich schließe einen Aufhebungsvertrag und verkürze die Kündigungsfrist, die der Arbeitgeber eigentlich gehabt hätte. Dann geht das Arbeitsamt teilweise an die Abfindung dran, weil ich ja im Prinzip eine versteckten Lohn habe, der in der Abfindung drinsteckt, weil ich die Kündigungsfrist verkürzt habe. Ja, Urlaub. Was ist eigentlich mit Urlaub? Da heißt es immer so schön, Urlaub verfällt immer Ende des Jahres. Das kann man so auch nicht stehen lassen, weil ich ihn aus betrieblichen oder persönlichen Gründen natürlich mit ins Folgejahr bis zum 31. März nehmen kann. Dann wird es natürlich langsam gefährlich für die Arbeitnehmer.
Also immer schön gucken, dass der Urlaub auch genommen ist. Aber auch hier gibt es eine Einschränkung, recht neue Rechtsprechung, die denn da besagt, dass der Arbeitgeber darauf achten muss, dass der Arbeitnehmer seinen Urlaub immer im gleichen Jahr auch nimmt und der muss das sogar beweisen. Das heißt, wenn euer Arbeitgeber mal sagt, der Urlaub ist verfallen, Pech gehabt, dann könntet ihr ihm darauf hinweisen, dass er aber nicht mitorganisiert hat oder nicht darauf hingewiesen habt, dass ihr noch Urlaub habt. Immer wieder gerne genommen Provision, Gratifikation. In vielen Verträgen kann man eine Provision erreichen, wenn man bestimmte Ziele verwirklicht hat, auch Gratifikationen. Oft werden aber gar keine Zielvereinbarungen getroffen. Das ist wunderschön für den Arbeitnehmer, weil das Bundesarbeitsgericht sagt, wenn der Arbeitgeber diese Provisionsziele nicht vereinbart und abspricht im Vorfeld, dann hat man gute Chancen vor Gericht, die ganze Provision zu kriegen, weil das natürlich ein echter Lohnbestandteil ist. Ich gehe ja gerade zu der Firma, weil ich mir noch einen Bonus dazu verdienen kann. Nochmal zum Thema Überstunden. Muss ich eigentlich Überstunden machen, wenn Chef das will? Grundsätzlich nicht, außer es ist im Arbeitsvertrag geregelt. Wir hatten schon oben gesagt, dass es natürlich bezahlt werden muss. Ist es nicht vereinbart, wirklich nur in extremen betrieblichen Fällen. Ich meine, das ist irgendwie auch klar, dass man dann mal Überstunden macht, wenn fünf krank sind und der Betrieb dann sonst den Bach runtergeht. Ja, dann wieder gerne genommen. Mündliche Kündigung. Ganz oft kommt das immer noch vor, dass mündlich gekündigt wird. Der Arbeitnehmer geht nach Hause und sitzt bei uns im Büro und wir sagen ihm dann, du bist weiter im Arbeitsverhältnis. Alles, was mündlich ist, zählt nicht. Gekündigt wird schriftlich oder das Arbeitsverhältnis wird durch Aufhebungsvertrag beendet. Natürlich endet ein Arbeitsverhältnis auch nicht dadurch, dass der Arbeitgeber einen einfach abmeldet. Also mündliche Kündigung ist nicht. Das heißt, entweder Aufhebungsvertrag schriftlich beide unterschreiben oder aber eine schriftliche Kündigung, nicht per E-Mail, per WhatsApp etc. Immer wieder problematisch, 450-Euro-Job, Minijobs. Gibt es da Geld, wenn ich krank bin, arbeitsunfähig bin und gibt es da auch Geld, wenn ich Urlaub nehme? Ja. Immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt immer noch viele Arbeitgeber in diesem Bereich, die weder bei der Arbeitsunfähigkeit noch wenn Urlaub da ist, zahlen. Da also aufpassen, volle Gleichstellung, auch ein Teilzeitarbeitsverhältnis, Minijob, 450 € Job, demnächst wird das ja ausgeweitet, ist ein echtes Arbeitsverhältnis. Ja, das waren so 10, 11, 12 Punkte, die immer wieder gefragt werden und das Arbeitsrecht ausmachen. Ich hoffe, wir haben die in der Schnelle jetzt ganz gut beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne einen Kommentar da lassen, eine E-Mail schreiben, wie ihr das so wollt. Hat euch das Video weitergebracht, lasst uns einen Daumen hoch da und gerne die Abo-Button, die Glocke drücken. Dann erfahrt ihr demnächst wieder, wenn wir hier irgendwas erzählt haben. Alles Gute und tschüss.